bisschen Scheiße spielen, die Jungs können das viel besser. Haut rein. Philip Ohr and the Voodoo Club. Nicht nur Rebellen, sondern Schmelztiegel eines neuzeitlichen Rock-Pop-Verständnisses. So steht's geschrieben in der Biografie der Plattenfirma. Wir wollten wissen, was dahinter steckt und besuchten sie in ihrem Hauptquartier in Dortmund. Wir sind die Led Zeppelin der 90er. Wir versuchen, so eine neue Art Rock zu machen. Rockmusik. Also A, eine relativ normale, trashige, schnelle Rockmusik und B, sehr künstlerische Musik, die versucht, Rockmusik abzuwandeln oder neue Aspekte zu gewinnen. Selbstbewusstsein hat er, der Philip Ohr, selbst wenn er es da oft ein wenig übertreibt. Also wir haben bis jetzt mit jeder LP doppelt so verkauft mit der davor. Und wenn wir es weitermachen, haben wir Michael Jackson bald ein. Das war natürlich ein Scherz. Er ist ein cleverer Geschäftsmann. Das Haus hier in Dortmund gehört ihm. Hier wohnt er mit Sängerin und Freundin Pia. Und alles ist self-made. Pia entwirft Werbeprospekte. Und im ersten Stock betreibt er eine eigene Plattenfirma namens Constrictor. Mit eigener Versandabteilung für T-Shirts und Platten. Das ist ein unabhängiges Musikimperium. Dann ist die Abteilung für Merchandising. Ich bin hier zuständig für die Versand von den Platten, T-Shirts, Aufklebern, alles, was man bei uns bestellen kann. Im Augenblick haben wir 15 Bands, die betreut werden wollen. Und das schwankt immer so, also steigt man eine Band aus, eine andere gründet sich neu, die wir neu aufs Label nehmen. Das schwankt immer so, kann man sagen, zwischen 10 und 15 Gruppen ein. Natürlich werden hier nicht solche Umsätze gemacht wie bei großen Plattenfirmen, aber... Das ist also eine sogenannte bei uns auch silberne Schallplatte. Die gibt es für 1000 verkaufte LPs, gibt es bei uns eine silberne Schallplatte. Bei 2000 gibt es eine goldene und entsprechend dann, wie bei den großen Plattenfirmen auch, nur eben, da es independent ist, bei erheblich kleineren Stückzahlen. Firmenboss Boa konzentriert sich derweil auf seine eigene Karriere. Ganz nach seinen Vorbildern von den Who übt er im heimischen Wohnzimmer die Vergewaltigung seiner Gitarre. Wenn ich Gitarre spiele, dann ist das für mich Energie und Aggression. Und ich kann, wenn ich den Hals einem Verstärker reibe, kann ich ziemlich gute Sachen da rausholen. Speziell live. Bei öffentlichen Auftritten fällt er schon auch mal aggressiv auf. Ganz nach dem Muster der Bands der 60er. Die Energie und die Rauheit dieser Zeit, die versuchen wir schon, zumindest in jedem zweiten Lied einzufangen. Rau und exzentrisch ist auch ein Raum, der Philip viel bedeutet. Das ist, wenn ich meinen Nerven ziemlich am Ende bin, zu viel Stress hatte und ich mich nicht mehr konzentrieren kann auf das Wesentliche. Dann ziehe ich mich in diesen Raum zurück und dann entspanne ich mich und ganz in Einsamkeit versuche ich zu komponieren und zu texten. Tja, ganz schön wilde Geschichte. Hier ist das Neue von Philip Ohr and the Voodoo Club mit dem Titel Container Love. Container.